Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Quick Look vom Testserver zu Patch 099. Und wir starten einfach wie immer erstmal mit den neuen Panzern, die es geben wird. Und zwar als erstes mit dem Spähpanzer SP1C hier zu sehen. Dieser ersetzt den Aufklärungspanzer Panther hier jetzt auch in seiner Elite-Ausstattung. Also da ist alles drin. Man sieht, die Panzerung ist sehr gering, Topspeed mit 58 km/h kann man lassen. Der Look ist ganz interessant und es handelt sich dabei um einen Autoloader. Die Kanone schauen wir uns auch nochmal an und sehen drei Granaten im Magazin. Dazwischen immer 3 Sekunden zwischen den Schüssen und bis man das Magazin komplett geladen hat, dauert es 20 Sekunden. Normal hat einen Durchschlag von 180, ansonsten Premium 250 bei 240 Schaden. Also macht dann auch ganz gut, wenn man denn richtig positioniert. Und der zweite Panzer ist das Mäuschen. Wobei, da muss man gleich mal dazu sagen, Stand heute und Stand russischen Medien soll dieser Panzer wohl doch nicht den VK4502 ersetzen. Von dem her ist hier ein bisschen die nächsten Tage sehr spannend, was dann da passieren wird. Ich zeige ihn euch trotzdem. Kann nämlich sein, dass er auf dem Testserver Phase 2 schon nicht mehr drauf ist. Aber wie gesagt, wir warten da einfach ab. Ihr seht hier drüben die Panzerung 200, 180, 150 und die Turmpanzerung 240, 200 und 175. Und auch hier gucken wir uns doch direkt auch nochmal die Kanone an. Hier in dem Fall die Tier 10 Kanone, die man ja kennt. 225 Durchschlag mit 750 Schaden, ansonsten 85 mit 950 Schaden. Dementsprechend ungenau. Oder man kann natürlich auch die 12,8 cm nehmen mit etwas mehr Durchschlag, dafür etwas weniger Schaden. Auch diese ist bekannt. So, das war's zu den neuen Panzer. Jetzt gehen wir einfach mal zu den HD-Panzer über. Wir fangen mit dem T-62A an. Dieser ist in HD überarbeitet. Sehen hier das Ganze. Ganz schön gemacht mit den Einschusslöchern auch überall. Da sind nette Details hier mit diesen Kerben. Sehr, sehr schön. Dann der Panther oder von mir auch gerne mal Manta, auch hier Einschussloch, bisschen zerdellt, bisschen abgenutzter als vielleicht sonst. Auch hier das Blech ist nicht gerade und gerade jetzt in Anbetracht dessen, dass ich mal auch Panzer live in Bowington gesehen habe, ist es sehr schön, dass man wirklich sieht, die Panzer sind hier benutzt. Auch sowas ist vorne ganz, ganz, ganz typisch. Gehen dann zum VK3601H über. Auch hier überall die Abnutzungsspuren an den Ketten, beziehungsweise hier unten im Zwischenraum. Hinten auch eingedellter Auspuff. So, dann eines der größeren Tiers, und zwar Tier 9 der M46 Patton. Natürlich auch wieder in seiner Elite-Ausstattung. Der ist etwas cleaner, als man das von den anderen Panzer so sieht. Aber nicht minder schön, auch hier mit der eingestanzten Seriennummer. Dann der E3, das ist natürlich ein dickes Ding. Wie gesagt, achtet ruhig auf die Details, besonders hier auch hier die Löcher. Dann weiter geht's mit dem E4. Das 10er Pendant zum E3. Die Franzosen werden aber auch behandelt und dementsprechend schauen wir uns den AMX 50-100 an. Wir zoomen etwas näher ran und sehen dann natürlich die Details, was hier so verändert worden ist. Dann weiter mit den Franzosen und zwar dem FCM 50T. Besonders hier die Ketten.
zu erwähnen. Also dafür, dass der gefühlt sehr langweilig ausgesehen hat vor der HD-Überarbeitung, finde ich ihn jetzt sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Dann zum Churchill 7. Der ist richtig benutzt worden. Sieht so aus. Überall Schrammen und Dellen, soweit das Auge reicht. Danach geht's mit dem Carnarvon weiter. Auch hier sieht man, dass das Ding schon einem Einsatz standhalten musste. Den Conqueror, der Tier 9. Ich hoffe, ihr seht die Details, aber ich denke, man kann sie eigentlich sehr, sehr gut erkennen. Und last but not least, den Panzer, den ich zeigen kann, und zwar den T62, den Type 62, Typ 62, der kleine Bruder vom Typ 59 sozusagen, hat auch eine HD-Überarbeitung. Zwei Panzer, die ich leider nicht zeigen kann, die auch HD überarbeitet worden sind, aber ich habe sie nicht und man kann sie auch nicht kaufen, ist der M6A2E1, der Tier 8, und auch der T23E2, der Tier 7, den es für die CW-Kampagne für eine der damaligen gegeben hat. Die kann ich euch leider nicht zeigen, aber ich kann ansonsten noch ein bisschen was zu dem Testserver sagen. Und zwar, es gab einen neuen Modus, allerdings nur für 24 Stunden, auch im Herrschafts- Also, beziehungsweise ein Teil vom Herrschaftsmodus, so ist es richtig. Den gab es aber, wie gesagt, ist schon wieder leider runter. Und ansonsten wurde auch an der Grafik etwas verbessert. Die Gesamtleistung der 3D-Engine wurde optimiert, also im Spiel etwas bessere FPS. Dann wurde ein Mechanismus eingesetzt, der die Grafik oder beziehungsweise die Auflösung heruntersetzen soll, sobald das Spiel merkt, dass es die Spielleistung selber an die Kapazitätsgrenze kommt. Sehr gespannt, wie das sich im Spiel verhält, muss man einfach mal ausprobieren. Die Spezialeffekte wurden optimiert, also gerade so Explosionen und so, sollen nicht mehr zu so vielen FPS-Verlusten kommen und auch ein verbessertes Rendering wurde eingeführt, besonders mit einem neuen Anti-Aliasing-Modus und Option und so weiter und so fort. Und auch einige Panzer wurden etwas verbessert. Aber das zeige ich euch einfach jetzt anhand von einem Screenshot. Von dem her war das dieser Quick Look vom Testserver. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Es ist diesmal weniger spielerisch, sondern vielmehr optisch und ja, gerade optisch mit der neuen Grafik und mit dem neuen Modus-Option sehen wir ja, was passiert. Ja, ansonsten, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen und gerne auch einen Kommentar da. Bis bald, euer Alcaramba.